Er hat einen dunklen Kopf, ne? Ich habe es euch lange versprochen und endlich bekomme ich es mal hin. Heute kommt der zweite Teil des Throwback Thursdays zu unserem Labrador-Welpen Bruno. Den ersten Teil dieser Videoserie habt ihr ja schon gesehen. Falls nicht, tschum, klickt mal da oben. Dort zeige ich euch, wie wir uns auf unseren Labrador-Welpen vorbereitet haben. Und in dieser Folge zeige ich euch die letzten Besuche beim Züchter. Dann haben wir Bruno abgeholt, mit nach Hause genommen und wie unser großer Hund Klaus auf Bruno reagiert und wie so die ersten Tage waren. Also viel Spaß mit dem Video. Wir fahren heute das letzte Mal zu der Züchterin und wir haben uns ja schon einen ausgesucht und heute geht es darum, einen Namen zu finden. Bruno. Ja, wir haben so drei in der engeren Auswahl, aber so richtig happy sind wir noch nicht. Bruno. Bruno? Bruno. Wir gucken mal. Aber die Namensfindung war schon immer sehr, sehr schwierig. Ich heiße der Hund. Hallo Hund. Ja, und diesmal wollen wir wirklich vermeiden, ihn 2 Wochen Hund zu nennen. Deswegen heutiges Ziel, Name finden, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wir brainstormen gerade im Auto und was macht man natürlich, wenn man einen Hundenamen aussucht und versucht, ihn zu brüllen? Ja. Deswegen brüllen wir hier die ganze Zeit Namen durchs Auto. Was hast du gesagt? Das ist der erste Versuch. Was wolltest du? Bruno wolltest du, ne? Bruno. Bruno! Bruno! Ja, das ist schwierig. Das geht nicht. Ja, und ich weiß, jetzt sagen wieder ganz viele, ja, aber man soll den Hund ja nicht brüllen, den Hundenamen nicht brüllen. Ja, wenn man sich aufregt, dann will ich meinen Hund auch lautstark rufen können. Ja. Und nicht. Und dann will man sich wir sind gleich da. In 10 Minuten. Aufregungslevel höher als die letzten Male, auf jeden Fall. Bei Tasso angeben. Also ich wollte die Hunde alle bei Tasso melden. So wie ich die Chipnummern habe und, oder wem welche Chipnummer ist, so versuchen wir. Und dass ihr dann quasi euch dann nur noch bei denen melden müsst, um Besitzerwechsel anzuzeigen. Mhm. Oder wollt ihr das lieber? Total niedlich, die Racker, nicht wahr? Und uns fiel die Auswahl natürlich auch schwer, aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns schon für einen entschieden, und zwar für den mit dem braunen Halsband, und der wurde am Anfang auch Herr Braun genannt. Wir waren unserer Züchterin auch super, super dankbar, dass wir uns nicht zu früh für einen entscheiden mussten. Bei manchen Züchtern ist es ja so, dass man bereits vor der Geburt einen Hund zugewiesen bekommt. Das war nichts für uns, deswegen sind bei uns auch ganz viele Züchter nicht in Frage gekommen. Und die Züchterin hat uns auch sehr gut unterstützt bei der Auswahl des Welpen, und sie hatte uns nämlich auch Herrn Braun sehr ans Herz gelegt, dass der was für uns sein könnte. Ey, bei uns wird die Nacht vorher wahrscheinlich eh total schlimm, also. Dann können wir nicht schlafen. Aber deswegen bin ich unentschlossen. Ja, da, das ist ganz wichtig. Du bist so ein süßes Dingelchen, ja. Und mir ist es erst beim Schneiden des Videos in dieser Aufnahme aufgefallen. Guck mal, was Bruno da im Mund hat. Das sieht doch so ein bisschen aus wie sein Lieblingsspielzeug aktuell. Ob er das deswegen vielleicht so liebt, weil er als Welpe schon so ein ähnliches Spielzeug mal hatte? Wieder voll schön bei den kleinen Schnuckelmuppets. Name ist noch nicht endgültig entschieden, aber eine Tendenz ist schon erkennbar. Bruno! Aber wir fahren jetzt doch noch mal nächste Woche Samstag hin. Also dann eine Woche vor Abgabe.
Klausi reagiert auch immer ganz witzig. Der schnüffelt uns nämlich immer erstmal von oben bis unten ab und findet es super interessant. Anna, wo ist dein Spieli? Das ist Socke. Hallo. Na, Marcel. Wo waren wir denn? So, aber mit dem drehen wir jetzt erstmal eine Runde. Das hat er sich auch verdient, ne? Jo. 5 Monate haben wir gewartet. Wir waren 5-6 Mal bei der Züchterin. Heute ist es soweit. Wir holen den kleinen Bruno ab. Los geht's. Na Mensch, ich war ja mega begeistert an dem Tag. Bruno trägt jetzt übrigens ein graues Geschirr. Ne, das Geschirr von Frau Roth, das sieht doch super aus. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Oh, ja. Haben sie alle ergeben hier? Ja. Na gut so. Oh, wir machen heute Nachmittagsschläfchen, okay? Ja. Alle zusammen. Nachmittagsschläfchen. Ja, das ist gut. Sieht so aus. Du bist so süß. Oh. Au! Wenn ich dann beim Und jetzt wird bei den anderen im Napf geguckt. Ja. Naja, solange wieder alles friedlich abgeht, ist ja okay, ne? Nee, ich wird heute das Näppchen aus Innenleben hier noch rumgetragen in der Gegend. Frau Roth, mehr? Mehr. So. Schau mal, seinen eigenen Napf, mal guck, da hast du noch Meister da drin. Du bist echt ein Hirn. Ein bisschen blöde bist du auch. Ne, Bruno? Ja, ein bisschen blöde. Ja, dabei, guck mal, in seinem Napf war noch Meister drin. Ja? Oh, hier ein Mausebär. Und was soll ich euch sagen? Bruno war, ist und bleibt wahrscheinlich für immer ein Wedel-Weltmeister. Was der sich abwedelt den ganzen Tag über. Aber irgendwie auch süß, oder? Muss ich mir doch mal was Langes anziehen? Du bist die hübscheste Mutti der Welt, stimmt's? Ja. Jo. Da passe ich nicht durch. Zu blöd. So ein Mist. Aber gegen Rumseln kann ich ja schon mal. Auch das macht Bruno bis heute. Egal was es ist, erstmal gegenstoßen. Vielleicht geht's ja aus. Und dann war auch schon Abschied angesagt. Bruno macht das auf seine Art und Weise. Danke. Ach so, was da oben? Ja. Ich dachte, der kommt jetzt auch unter aus der Tür. Nee, wir lassen ihn da nochmal ein bisschen langlaufen. Ne? Ja. Und da auf dem Rücken diese Riesenmappe ist, Brunos Welpenmappe, da hat uns die Züchterin zu jeglichem Thema verschiedene Quellen rausgesucht und ausgedruckt, also so eine richtige, ja, erste Hilfemappe bereitgestellt. Die habe ich mir auch die ersten Tage durchgelesen und hier in der Situation hatte sie auch schon den ersten sehr wertvollen Tipp, nämlich mach da keine teure Leine ran und halt die in der Hand, sondern hol dir am Baumarkt so ein 5 bis 10 Meter langes Seil, mach dann Karabiner dran, ran an den Hund, ans Geschirr und dann lauf einfach und kümmere dich am Anfang bloß nicht um die Leinenführigkeit, weil das muss man mit so einem kleinen Hund sowieso nicht machen. Und man sollte wirklich am Anfang den Vollgetrieb, den die haben, extrem ausnutzen. Lauft einfach und zieht den Hund nicht an der Leine hin und her. Leinenführigkeit könnt ihr viel, viel später üben. Das müsst ihr mit so einem jungen Welpen sowieso noch nicht machen. Aha. Ich habe bei meinem zu Hause auf meine Hausleine gemacht. Das ist hier schön. Ja. So 3 Meter, 4 Meter am besten vielleicht noch. Auch irgendwas Billiges. Ja, ja. Damit man den Welpen mal hat. Mhm. Ja, ja. Es wird Zeiten ganz schnell geben, wo die sagen, yeah, ich bin schnell zu. Ja. Rum am Tisch, runter unterm Tisch, unterm Stuhl. Dann steht man da und will die Welpen anstatt und dass man nachlaufen spielt. Ich kann mir vorstellen,
Bruno. Und jetzt geht's ab nach Hause. Babybär. Ja. Ja, erleben wir jetzt ganz viele Abenteuer zusammen. Und ich da schon, ja, ne? Du sitzt. Ich bin so warm hier drin. Ja, Bruno hat sich jetzt erstmal 10 Minuten lauthals beschwert. Aber langsam kommt er zur Ruhe. Eine Stunde haben wir Fahrt noch vor uns. Ja, super. Das ging richtig schnell. Klasse. Und vorsichtshalber nochmal unten ein Welpenpad runter. Falls doch ein Malheur passiert in der ganzen Aufregung hier. Schön. Und zu Hause angekommen hat natürlich unser Großer schon gewartet, der Klausi. Und ich weiß nicht warum, aber ich war so mega aufgeregt, weil es mir einfach so wichtig ist, dass die beiden sich gut verstehen. Aber eigentlich muss ich mir keinen Kopf machen, weil Klausi halt wirklich ein super süßer, gutmütiger und geduldiger Hund ist. Guck mal, ne? Klausi hat ein bisschen ein Bürstchen stehen, ne? Ja. Hm, prima. Eine prima Klausi. Nicht hier drin, draußen drin. Das ist so eng. Ich dachte eigentlich, du schläfst dich mal ein bisschen, aber ist noch so aufregend, ne? Ja. Der drumselt hinter dir hinterher. Ja. Immer hinterher, hinter dem Großen. Ja. Schön, ne? Super. Ja, so ist prima. Macht er ganz toll. Ganz tolli toll. Ne? Oh, schnell unbedrohlich machen. Na, da ist safe, genau. Na, komm raus, sehr. Mach zu. Mach zu. Ist doch okay. So, alles passiert. Oh Gott. Das ist ja hier die wackeligsten Bilder aller Zeiten. Wenn man so guckt, ja, was passiert da. Ich weiß nicht, ob ich alles jetzt drauf habe. Das ist immer blöd, wenn die Momente mit so mitzufilmen. Ja, da hab ich das Lust. Hey. Bruno. Attacke. Die kleine Attacken. Ja. Bruno entdeckt seine Welt. Aua, au! Das ist super. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gekuschelt und gespielt. Ja. Zack. Zack. Super. Klasse. Thank you.
Alter Räuber. Supi. Wir haben jetzt so die 15 Minuten gespielt und viel gekuschelt. Und guckt mal, wer da liegt und schon schläft. Sehr schön. Perfekt. Klaus ist noch ein bisschen skeptisch. Der lunscht immer so vorüber dahin. Aber da regt sich nichts. Bruno geht auf Tuchfühlung, Klausi ist nicht begeistert. Ach, du lässt dich jetzt da vertreiben? Nee, wollte ich doch auch gerade sagen, Dicker. Und Blubbel hingelegt. Der ist wirklich jetzt zu Klausi gegangen. Voll schön. Ja, voll schön. Beißt er da am Schwanz rum? Ach so. Oh. Klasse. Oh, jetzt kann man mal schnell schnuffeln da. Blub. Das ist süß. Total gechillt. Melone. Sind die nicht frisch in den Finger? Die ist nie kalt. Also mein Kaffee mit Stück. Das, dann kann er mal in Ruhe schnuffeln. Okay. Klausi wird vorne abgelenkt. Hinten wird geschnuppert. Ach, ihr seid so, auch ihr seid jetzt schon so putzig. Guck mal, süß. Ihr seid klasse. Ach so, und ich lese nebenbei die, ich nenne es jetzt einfach mal Welpenanleitung unserer Züchterin. Sehr ausführlich, denn bei uns müssen auch ein paar Sachen wieder aufgefrischt werden. Was hat denn der da? Hm? Nee, Melone ist noch nicht so seins. Nee? Hm. I. Von wo hast du denn das? Das, was die... halt, das ist ja kein Welpenfutter. Nee. Das ist doch schon für Erwachsene. Das ist aber schon das für ist Welpen geeignet. Okay. Hm. Ganz klasse. Richtig toll machst du das. Richtig toll. Beim Brudi, ne? Richtig toll machst du das. Oh yeah. Mhm. Eine Knuffelbubbelbär. Ja. Ein Babybär. Ein kleiner Babybär. Ja, ein bisschen. Aber nimm dir ruhig. Ich esse heute Abend dann lieber ein bisschen mehr Brot, ne? Das ist so mit Brot.
Na, ist doch schon fast fertig. Oh. Prima, Klaus, machst du ganz toll. Oh, oh, hat er gerade deinen Schwanz entdeckt, Klausi? Ja. Ja? Hat aber, der hat sich noch nicht getraut, reinzubeißen. Oh. Lasst euch von diesen süßen und entspannten Aufnahmen übrigens nicht blenden. Es war eine wirklich super anstrengende Zeit mit Bruno als Welpe. Als er sich nämlich erstmal bei uns eingelebt hat und uns so kennengelernt hat, ist der Kleine auch aufgetaut und hat sein Temperament freien Lauf gelassen. Also das erste Jahr war echt mega anstrengend. Aber ich denke mal, das erzähle ich euch im nächsten Video. Also wie Bruno war als kleiner Hund, was wir für lustige Erlebnisse mit dem hatten, wie Klaus und Bruno so wirklich im Verlauf zurechtgekommen sind und was da so wirklich massive Schwierigkeiten waren und was ich mit Bruno in den ersten Wochen und vor allen Dingen im ersten Jahr hauptsächlich geübt habe. Deswegen folgt uns unbedingt, wenn ihr das nicht verpassen möchtet. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss!